Germany's Next Topmodel, Vanessa Fox mit Bernhard Hohecker und Oluwa Toni Lowa mit Elton. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen, guten Abend, meine Damen und Herren. Eine neue Ausgabe. Wer weiß denn sowas? Mit sehr viel optischer Zierde heute. Aber die beiden werden beweisen, dass sie nicht nur optisch zu glänzen verstehen. Ja, wir freuen uns sehr. Zwei Gewinnerinnen aus Germany's Next Topmodel 2015 gewonnen. Vanessa Fox. Und 2018 geben Sie mir diesen Moment. Oluwa Toni Lowa, Drea Adenuga. War richtig? Alles richtig? Und ich habe gleich so einen richtigen Kracher zum Anfang. Wussten Sie eigentlich, dass laut britischen Forschern Menschen, die schwarze Kleidung tragen, auf andere sehr viel intelligenter und mehr sexy wirken? Ich weiß gar nicht, wie ich da heute drauf komme. Ich auch nicht. Ich wusste das. Ja? Okay, dann schauen wir jetzt auf die Zuschauerverteilung. Ja. Wie viele Zuschauer sitzen hinter welchem Team? Hinter Bernhard und Vanessa sitzen 66 Zuschauer. Und hinter Elton und Toni 56. Publikum darf ja bei uns frei wählen, auf welcher Seite sie sitzen möchten. Und ihr dürft frei wählen, auch heute wieder aus unseren 12 Kategorien. Hier ist die Wand. So. 12 Kategorien heute sind total genial. New York, New York. Essen und Trinken. Zahlen bitte. Das Fragezeichen. Andere Länder, andere Sitten. Unser Körper. Tierisch, tierisch. Einspruch. Wunder der Natur. Clever. Und damals. Vanessa, ihr beide dürft die erste Kategorie auswählen. Ihr habt mehr Zuschauer hinter euch. Ich kenne Tiere. Ich weiß noch nicht, ob die genau nach denen fragen. Okay. Aber sonst also, wir können, ja, was? Du magst tierisch-tierisch, habe ich das Gefühl, das ist dich. Das wäre jetzt so das Erste, was mich... Dann nehmen wir doch sofort tierisch-tierisch, okay. Das ist ja klar. Sehr gut. Natürlich, wenn du Tiere magst. Ja, okay. Vielleicht keine Schrecken. Bring die Hasen rein. Und ich glaube, ihr werdet es nicht bereuen. Die erste Frage. Die Sumpfammer. Die Sumpfammer singt... A. Seit 1000 Jahren das gleiche Lied. B. Nur bei Vollmond. Oder C. In jeder Jahreszeit eine andere Melodie. Seit 1000 Jahren das gleiche Lied. Das hieße, und das wäre natürlich... Das könnte aber theoretisch sein. Weil sie ja... Sie singt ja nicht ein Lied, aber sie hat ja immer den gleichen Klang. Dann müsste es eine Aufzeichnung geben. Vielleicht hat man die jetzt gefunden, dass ein 1000 Jahre altes Dokument beschreibt, wie sie singt. Oder so ein altes Lied von Walter von der Vogelweide. Und wie die Sumpfammer singen, sie den Frühling uns bringt. La, 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 la. Also bei Vollmond. Nee, glaube ich das nicht. Glaub ich das auch ist. Nicht. Das wäre ja dann nur irgendwie einmal im Monat. Also in jeder Jahreszeit eine andere Melodie. Ah, in jeder Jahreszeit. Also nicht jedes Jahr. Ah. Das glaube ich nicht. Das wäre doch sehr glaub viel, ich, oder? Das wäre aber auch echt. Sagen wir A sagen? Wir sagen A. Wir nehmen A. Die Sumpfammer singt seit 1000 Jahren dasselbe Lied. Die Sumpfammer lebt in den Mooren Nordamerikas. Wie andere Singvögel erlernt sie ihren Gesang durch Nachahmen. Als Forscher ihr Gezwitscher aufnahmen, stellten sie fest, dass die Jungen eher beliebte Lieder lernen und seltene vernachlässigen. Gleichzeitig lag die Fehlerrate beim Nachsingen nur bei 1,85%. Sie errechneten daraus, dass sich das Liedgut der Sumpfammer seit mehr als 1000 Jahren kaum verändert haben kann. Damit schützen Sumpfammern im Vergleich zu anderen Vögeln ihre Tradition ähnlich gut wie Menschen. Ist nie verkehrt, wenn die erste Antwort passt. Die ersten 500 Euro. Sehr gut. Ich bin vor allem New Yorkers Kind. Ich bin sonst für Essen und Trinken und Einspruch. Aber ich finde Essen und Trinken so toll. Ja, ich auch. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, da rennst du bei Elton offene Türen ein.
Dann nehmen wir doch gerne Essen und Trinken. Essen und Trinken. Laut dem Bundeszentrum für Ernährung sollte beim Verzehr von Chiasamen... Ich bin da schon mal raus, esse ich nicht. Ich schon. Weiter? Ja, ihr seid noch drin. A. Kein Mineralwasser getrunken werden. B. Für eine ausreichende Luftzufuhr gesorgt werden. Oder C. Die tägliche Menge von 15 Gramm nicht überschritten werden. Also C ist Schwachsinn. Also ich als das Erste kam, habe ich gesagt, das kann vielleicht sein, quellen die durch Mineralwasser, durch Sprudel, quellen die auf im Magen und dann hast du Magenprobleme? Chiasamen auf im Magen? Ja, ein bisschen, ne? Das weiß ich ja eben nicht, deswegen frage ich dich ja gerade. Also C kann man ausschließen, weil, ja, B, ausreichende Luftzufuhr gesorgt werden. Was heißt ausreichende Luftzufuhr? Dass das ist eine gute Frage. Wenn du, oder was? Wenn du die isst, sollst du die wahrscheinlich mit Fächer Luft zuwählen, keine Ahnung. Oder Fenster aufmachen. Oder Fenster aufmachen. Also ich würde B sofort ausschließen. Bei welcher Gelegenheit isst du denn Chiasamen? Chiasamen, Joghurt, so, oder? Joghurt. Fünf? Ja, doch, also eigentlich immer nur mit etwas anderem. Man isst die ja nicht einfach nur so. Mhm. Aber ich kann mir jetzt... Sind die denn giftig, dass man 15 Gramm... Nein, aber die kurbeln entweder Stoffwechsel oder Verdauung an. Deswegen. Ich bin irgendwie. Lass einfach A nehmen. Ja, lass einfach A nehmen. Wir nehmen A. Ja, ist ein freies Land. Nehmen wir A. Heißt ja auch Chiasamen und Mineralwasser vertragen sich nicht, sagen Toni und Elton. Chiasamen stammen von einer Pflanze aus der Gattung der Salbeigewächse. Die etwa 2 mm kleinen Samen sind fett-, eiweiß- und ballaststoffreich und werden häufig als sogenanntes Superfood beworben. Das Bundeszentrum für Ernährung empfiehlt jedoch, täglich nicht mehr als 15 Gramm davon zu sich zu nehmen, da die Samen stark aufquellen und es daher auch zu Durchfall und Blähungen kommen kann. Daher sollte während des Verzehrs auch viel Flüssigkeit aufgenommen werden. Ja. Ah, du hast es im Grunde richtig gesagt, ne? Weil du vorhin gesagt, ja, du hast vorhin gesagt, das kurbelt die Verdauung an und so, ne? Und deswegen sollte man nicht mehr als 15 nicht Gramm. Genau. Dann habe ich einen großen Fehler begangen. Genau, wenn man mehr als 15 zu sich nimmt, sollte man allerdings auch für entsprechende Luftzufuhr sorgen. Okay. Ne? Es bleibt erstmal bei 0 Euro. Geht's denn weiter? Wo warst du denn gestern noch? Gestern bin ich aus New York gekommen. Wir nehmen New York, New York. Überraschung. Die Schuhabteilung eines amerikanischen Luxuskaufhauses in New York hat A. ihre eigene Postleitzahl, B. einen eigenen Catwalk für Schuhvorführungen oder C. Maßschneider für individualisierte Schnürsenkel. So, ja. Okay, warum guckst du mich jetzt erwartungsvoll an? Also ich weiß nicht, so auf den ersten Blick würde ich zu B tendieren, weil auch die Amerikaner gerade so sind, so alles ein bisschen größer und mehr und klar, hast gerade Schuhe gekauft, zeig doch mal her. Das heißt, also damit die dann eigene Schuhvorführung machen oder damit man seine Schuhe kauft und dann erstmal über so einen Catwalk laufen kann? Entweder so oder bevor man die Schuhe kauft, dass man die dann präsentieren kann. Beispielsweise, wenn wir jetzt zusammen shoppen gehen und ich kaufe mir Schuhe oder ich überlege mir, sie zu kaufen, dann setze ich mich dahin vorführen. Und dann läufst du da vorbei und ich sage, yo. Genau, oder nee. Ich finde so, also ich würde so die Maßschneiderei für individualisierte Schnürsenkel, finde ich, hat sowas, die tackern da deinen Namen rein oder machen das in 3 verschiedenen Farben, so wie du willst. Nee, das dann... Aber ein Maßschneider. Aber es ist ja ein amerikanisches Luxuskauf. Das heißt, es könnte ja alles sein. Ja. Wir haben gar keine Ahnung. Also, ja, das halten wir mal fest. Das zu sollen wir das Publikum fragen, ob es eine Weisung gesehen hat? Wir fragen das Publikum. Ja. Wir sind so BC mit ein bisschen mehr B. Dann seid ihr es auch nicht schuld. Das ist so ein Mädchending. Aber da hat kein. Ja. Aber ich will es jetzt aber auch nicht schuld sein. Vielleicht steht ja ein junger Mann auf. Hm? Oder, das wär jetzt oder am besten jemand, der es weiß. Was passiert, wenn keiner aufsteht? Dann sind wir wieder dran. So, also keiner. Niemand, der es auch nicht so eine Idee hat? Nein, keiner.
Wir geben euch noch mal ein paar Sekunden Zeit. Alles klar, okay. Eins müsst ihr einloggen. Okay, was nehmen wir denn jetzt? Du bist für den Catwalk, ne? Nee, wirklich. Am liebsten würde ich jetzt einfach deine Antwort nehmen, weil dann bin ich am Ende raus. Okay. Also sind wir dann für C? Dann nimmst du, wirklich? Pass auf, wir nehmen meine Antwort. Pass auf, wir nehmen meine Antwort. Wenn es richtig ist, ist super. Wenn es falsch ist, hast du recht gehabt. Egal, okay, ob es A oder B ich ist. Auch. Win-win. Ja? Geht's. Für dich. Dann nehmen wir C. C. Die individualisierten Schnürsenkel. Sie ist eine der bekanntesten Straßen der Welt. Auf der Fifth Avenue in New York reihen sich Luxuskaufhäuser aneinander. 2007 eröffnete eines von ihnen eine riesige neue Schuhabteilung, in der auf 2800 Quadratmetern fast 200.000 Schuhe Platz finden. Weil die Abteilung so groß ist, ging das Kaufhaus eine besondere Kooperation mit der amerikanischen Post ein und bekam eine eigene Postleitzahl für seine 8. Etage. Briefe adressiert an 122 Schuh landen direkt im Schuhparadies. Nee, du hattest ja recht, du hast ja also, A oder B gesagt. Manchmal bedarf es auch noch mal eines Beweises, warum die Sendung so heißt, wie sie heißt. Wer weiß denn sowas? Also, es bleibt bei 500 Euro. Du hättest es gewusst? Kann man nicht machen. Weil du schon mal da warst, oder? Ich habe irgendwie auf A getippt, weil da ist immer alles so riesig. Aber weißt du, was Blöde ist? Es bringt nichts, nee, wenn man die Fragen der anderen richtig beantworten kann. Ja, das stimmt. Ja, jetzt müsst ihr reinhauen. Ja, ja. Ich würde jetzt gerne Einspruch nehmen. Ja, was ist? Was würdest du nehmen? Ach so, ich dachte, du willst Einspruch. Nein. Was ist das? Was, so eine Rechtsfrage, so eine alltägliche, mehr oder weniger alltägliche Rechtsfrage. Oh, meine Schwester studiert Jura, habe ich telefonisch. Wir nehmen Einspruch. Ja. Wie nicht? Schauen wir erstmal. Okay. Auch Schwarzarbeiter A haben bei einem Arbeitsunfall Anspruch auf Leistungen. B können die Anfahrt zur Arbeit von der Steuer absetzen. Oder C haben ein Recht auf Urlaubstage. Hä? Ist doch offensichtlich, oder? Was ist daran offensichtlich? Dass es A ist. A? Ja, na klar. Bist du denn auch mal was schön? Szenario. Ja. Ich bin jetzt Schwarzarbeiter und ich tue mir bei der Arbeit weh. Ja. Dann gehe ich zu meinem Chef hin und will Anspruch auf Leistungen. Und wenn er sagt, nee, darfst du nicht, weil du bist Schwarzarbeiter, sage ich, hey, sonst verpetze ich dich, weil ich bin Schwarzarbeiter. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. So. Klang logisch. Logisch, oder? Ist das B ist es nicht, weil Steuer und so, dann checken die ja, wo auch immer, hier Regierung, dass der Schwarzarbeiter ist. Und der ist ja wahrscheinlich nirgends offiziell angemeldet, deswegen kann er nicht Steuern absetzen. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, ich mache Steuern nicht. C haben ein Recht auf Urlaubstage, glaube ich. Ja, natürlich haben sie, aber eigentlich nicht. Also nicht auf bezahlte Urlaubstage, weil... Muss es irgendwo vermerkt werden, Urlaubstage? So, hey, der nee, hat... Nee, das macht C eigentlich auch wirklich absolut keinen Sinn, weil es... Ja. Dann können wir doch eine Antwort einloggen, oder? Ja. Vertrau mir. Nein, wir nehmen A. Und hier kann man nicht zwischendurch rausfliegen. Hier ist sicher. Okay. Du bleibst dabei. Egal, ob A richtig ist oder nicht. Beschäftigte sind gemäß § 2 Absatz 1.1 Sozialgesetzbuch 7 gesetzlich unfallversichert. Dies gilt auch, wenn der Beschäftigte selbst Schwarzarbeit leistet. Denn für eine Beschäftigung ist kein Arbeitsvertrag notwendig. Verletzt sich ein Schwarzarbeiter bei der Arbeit, hat er somit auf die gleichen Leistungen Anspruch wie reguläre Arbeitnehmer. Die Berufsgenossenschaft hat allerdings das Recht, ihre Ausgaben, zum Beispiel für Behandlung und gegebenenfalls Rentenzahlungen, bei dem Unternehmen, das den Schwarzarbeiter beschäftigt, zurückzufordern. Deine Schwester wird stolz auf dich sein, zu Recht, und Mama und Papa auch, und der Bruder und alle. Ja. Nein. So, ihr steht bei 500 Euro. Die ersten sind ausgezahlt. Weiter geht's. Nächste Kategorie. Wir nehmen clever. Okay. Womit lassen sich dekorative Marmorierungen auf weißen Vasen zaubern? Alles. A. Alkohol, bunter Wachs und Stricknadel. B. Wasser, Nagellack und Zahnstocher. Oder C. Öl, Knete und Karabinerhaken. So, jetzt ist die Frage, wie reagiert Nagellack auf Wasser oder Wasser auf Nagellack?
wenn Wasser auf Nagel, man sagt ja immer, also ich habe das früher mal gemacht, wenn ich meine Nägel lackiert habe, habe ich sie unter Wasser gehalten, damit sie schneller trocknen. Bringt uns das jetzt was? Ja, weil dann würde man mit dem Zahnstocher in den Nagellack hineingehen. Stimmt. Und dann würde Marmorierungsstrukturen dekorativ zaubern. Und dann die Vase ins Wasser halten und dann härtet der Nagellack aus. Aber Moment, wenn du den Nagellack drauf hast, kannst du ja noch nichts rein marmorieren, weil er dann ja noch flüssig ist. Nee, der Nagellack, den Zahnstocher benutze ich als Pinsel quasi. Den stecke ich in den Nagellack rein und mache dann... Aber warum sollten sie das dann mit Wasser trocknen? Warum lassen sie die Vase nicht einfach stehen und... Weil das verlaufen könnte? Ja, zum Beispiel, weil es verlaufen könnte, genau. Alles klar, okay. Also, ich habe sehr viele Karabinerhaken in der Hand gehabt in meinem Leben und was Marmoriertes, danach sah das bisher noch nie aus. Bunter Wachs, der ist ja dann daran. Ich kann mir nur B vorstellen. Pass auf, ich würde B nehmen, wenn du mich jetzt nicht für A oder C überzeugst. Nein, kann ich nicht. Egal, nur Risk, nur Fun, wir nehmen das. Ja, wir nehmen B. Wir nehmen B. Vielleicht dann demnächst weiße Vasen im Vanessa-Fuchs-Design. Materialien mit Marmormuster liegen voll im Trend. Mit einer Schüssel Wasser, Nagellack und einem Zahnstocher lassen sich weiße Vasen in dieser Steinstruktur gestalten. So geht's. Eine kleine Menge der Nagellackfarbe in die Schüssel mit kaltem Wasser geben. Nach Belieben schnell weitere Nagellackfarben hinzugeben und mit dem Zahnstocher die Farben verwirbeln. Jetzt die Vase hineintauchen und zügig herausholen. Schon ist ein toller Marmoriereffekt entstanden. Also. Ich muss wirklich sagen, in dem Falle hätten wir uns den Erklärungsfilm sparen können, weil Bernhard hat das ja auf den Punkt genau erklärt, wie es geht. Ja, aber trotzdem, 500 Euro dazu. 2.000 Euro stehen wir. Wir sind total genial. Wie lässt sich die Bildung von unangenehmen Gerüchen in Mülltonnen vermindern? A. Abfall mit Schleifpapierschichten. B. Tonne mit heißem Wachs ausgießen. Oder C. Backpulver auf den Mülltonnenboden streuen. Nochmal. Wie lässt sich die Bildung von unangenehmen Gerüchen... Sind die Mülltonnen leer? Ja, ne? Darum geht's gerade. Das sind leere Mülltonnen, die aber stinken. Naja, also mehr oder weniger. Oder hier ist es zum Beispiel, hier packst du erst Abfall rein und dann packst du oben drüber Schleifpapier, wieder Abfall, Schleifpapier. Das ist dumm. So, ja. Die Tonne mit heißem... Da ist die Mülltonne erst leer, dann gießt du die mit heißem... Das gibt eine Riesensauerei, das macht doch kein Mensch. Weißt du, was ich meine? Ich meine, wie viel Wachs brauchst du, um deinen ganzen Müll auszugießen? Nein, nicht den Müll. Die Tonne ist leer. Die ist leer. Und dann wird an den Seiten Wachs reingemacht. Das Bild können wir schon mal ausschließen, weil das ist Schwachsinn. Ja. Backpulver auf Mülltonnenboden streuen. Auf den Mülltonnenboden streuen. Kann ich mir an sich gut vorstellen. Jeder hat Backpulver zu Hause. Und wenn es total genial ist, dann ist es sowas so DIY-mäßig. Das heißt, etwas, was jeder zu Hause machen kann. Das heißt, Backpulver hat eh jeder immer über von irgendetwas. Und deswegen ist es total genial, weil Schleifpapier muss man ja extra noch besorgen. Ich habe zum Beispiel kein Schleifpapier zu Hause, aber Backpulver ganz sicher. Backpulver kann natürlich sein. Das ist ein Pulver, das kann. Meistens ist es ja eine faule Flüssigkeit, die ausdringt und dann wird die Flüssigkeit aufgenommen. Und dann wird das Ding entleert, kannst du wieder Backpulver rein. Das kann natürlich Sinn machen. Also ich bin da bei dir, würde ich auch ohne Publikum dann C riskieren. Wir nehmen C. Obwohl meistens ist ja so Natron eigentlich eher. Obwohl ist Backpulver Natron? Sehr ähnlich. Wenn du möchtest, dass der Eltern sich zukünftig ein bisschen schneller entscheidet, dann musst du ihn nur ein bisschen streicheln. Das hilft meistens. C. Okay. Das ist ein Alltagstipp und es muss ja vor allen Dingen alles bio sein. Mülltonnen verbreiten oft einen unangenehmen Geruch, denn Gärungs- und Fäulnisprozesse des Abfalls sorgen für stark riechende Gase. Um den Gestank zu vermeiden, sollte die Tonne regelmäßig mit Backpulver gereinigt werden. Dieses großzügig auf den Mülltonnenboden streuen, einwirken lassen und auswischen.
Auch vor dem erneuten Befüllen der Tonne kann eine dünne Schicht Backpulver die Gerüche aufgrund der desodorierenden Wirkung von Natron neutralisieren. So, 500 Euro oben drauf, richtige Antwort, aber hier steht bei 1000. Mann, Mann, Mann. Sag es. Wir nehmen andere Länder, andere Sitten. Für den chinesischen Markt werden einige Automodelle deutscher Hersteller A. mit einem zusätzlichen Rücklicht versehen, B. mit einem siebten Gang ausgestattet oder C. um ein paar Zentimeter verlängert. Ja, das ist jetzt eher so deine Kategorie. So? Das ist doch... Ist die... Kann es sein, dass die... Ist die 6 nicht eine Unglückszahl in China? Ja? Gibt es überhaupt... Ja, das ist so eine... Sicher? Ja, das ist, das ist so eine mystische Zahl. Es ist irgendwelche Nummernschilder mit 666 sind für unfassbar viel Geld. Ganz so schnell davon. Versteigert worden, weil für den einen ist das Glück, für den anderen bringt das Unglück und so Sachen. Also das... Deshalb kann ich mir B vorstellen. Also ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Warum soll man... Einige also heller, Automodelle heller. Mit einem zusätzlichen Rücklicht versehen. Also was wollen die mit 3 ein paar Zentimeter verlängert? Also wieso länger? Also wenn man die vielleicht breiter oder also dann würde man sie schmaler machen für den Verkehr in den Städten, weil es eng. Aber warum sollten sie ausgerechnet länger machen? Ja, das ist also, deshalb, ich kann mir durch. B hatte für mich so ein. Ja, wir nehmen einfach B. Wir nehmen B. Nehmen B. Siebter Gang. Gespannt. Siebter Sinn. Autofahren in chinesischen Großstädten bedeutet Stau, Gedrängel und Chaos pur. Wer in Städten wie Peking oder Shanghai etwas auf sich hält, fährt sein Auto deswegen nicht selbst, sondern lässt sich fahren. Und damit die chauffierte chinesische Mittelschicht es so bequem wie möglich hat, verlängern internationale Autohersteller tatsächlich den Radstand und damit den Wagen um bis zu 15 cm. Das L im Modellnamen steht dementsprechend für extra lang bzw. long. Das glaube ich nicht. Ja, Antwort C ist die richtige. Es bleibt bei 1000 Euro. Ja, unser Körper. Wir kennen unseren Körper. Wie kommt es zum sogenannten Handynacken? Nein, das hier. Das hier. Durch die Neigung des Kopfes vergrößert sich die Gewichtslast. B. Die Verspannung der Fingermuskeln strahlt bis zu den Schultern. Oder C. Die einseitige Armbelastung lässt den Nacken verkrampfen. Nein, weil es gibt rechts und links. Wir wissen die Antwort. Wir wissen die Antwort. Das ist kein Problem. Ich habe sogar gerade eben demonstriert. Ja. Weißt du was denn? So, wenn ich jetzt Handy habe, das sage ich zu meiner Mama immer, weil die macht auch immer den hier. Und man hat mir damals auch in der Schule mal gesagt, es ist ganz wichtig, wenn man schon die ganze Zeit am Handy sitzt, dass man das Handy eigentlich, nee, ich hab das in dem Video gesehen, dass man das Handy eigentlich immer so halten soll, weil dann ist der Kopf gerade, die Wirbelsäule ist gerade und man hat nicht so einen ekligen Rücken, weil alle laufen dann immer so. Und das hier ist, also B ist dumm, weil ich zum Beispiel, es gibt ja Leute, die haben voll viel Kraft in den Fingern, es gibt Leute, die haben weniger Kraft in den Fingern und das ist ja auch stupid. Das ist, würde auch bei mir voll lange brauchen, bis das zur Schulter. Stupid. Genau. Und C, einseitige Armbelastung, ist auch dumm. Weißt du warum? Ey, es hat sich gereinigt. Weil es gibt Rechtshänder, es gibt Linkshänder. Ja, es gibt Leute, die halten ihr Handy so, weißt du, so andere Generationen, die halten ihr Handy so fest. Mhm. Und die benutzen beide Hände. Hm? Was hat das mit Generationen zu tun? Ja, pass auf, das kommt jetzt. Ich weiß, was die Toni meint. Weißt du, was ich meine? Und deswegen ist es. Die Toni braucht nicht zwei Hände zum Tippen. Neigung des Kopfes, weil du bist immer so. In der Bahn. Keine Ahnung was. Man macht ja nur zum Bild, macht man ja nur hoch. Hm? Du brauchst doch keine zwei Hände fürs Handy, oder? Nee, immer nur mit einer Hand. Genau. Andere Generation. Trust me on this one. Full oldie. You gotta trust me on this one. Ja, was soll ich denn da. Also, ne? I trust, ne? Was denn? Wir nehmen A. Wir nehmen A. Häufig wird bei der Nutzung des Mobiltelefons eine unnatürliche Haltung eingenommen, die zum sogenannten Handynacken führen kann. Der Kopf wiegt etwa 5 bis 6 Kilo.
Bei Neigung vergrößert sich allerdings das Gewicht durch die Hebelwirkung und belastet dadurch die Nackenmuskulatur. Bei einer Neigung von 15 Grad steigt das Gewicht auf etwa 13 Kilo. Bei 45 Grad sind es sogar 24 Kilo. Um Nackenverspannungen vorzubeugen, ist es daher ratsam, eine aufrechte Sitzposition einzunehmen und möglichst gerade auf das Handy-Display zu schauen. Richtige Antwort. 1500 Euro. Deine Mama hat ganz schön Glück, dass du sie vom Handy-Nacken bewahrt hast. Ja. So, wir haben noch vier Kategorien. Zahlen bitte, Fragezeichen, damals? Wunder in der Natur damals? Und damals. Damals. Oh. Die Berliner Behörden kommunizierten Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Rheinland A. über ein Netz von Signalmasten aus Kirchtürmen und Dächern, B. über Logbücher, die in Wäldern versteckt wurden, oder C. über eine unterirdische Rohrpostleitung. Weißt du? Hm. Wissen wir. Ja, wissen wir. Ja. Ganz klar. Ist total klar. Das ist eine Generationenfrage. Ihr kommt ja beide aus dem Rheinland. Ja. Und ich habe an so einem Ding auch schon gestanden. Und da gab es ganz viele. Und waren das jetzt Wälder? Oder? Nein, das waren, es waren Signalmasten auf Kirchtürmen und Dächern. Und das war nämlich wirklich sehr interessant, weil die mussten ja in Sichtweite entfernt sein. Es gab ein spezielles Alphabet, wie wir miteinander kommuniziert hatten, hatten aber für bestimmte Informationen eigene Zeichen, damit man nicht komplette Worte machen musste. Und da saßen nämlich in diesen Türmen saßen zwei Leute drin. Der eine, der nämlich entsprechend... Hat mir schon was eingeloggt? Ah, der die... nee, weil das hat den Vorteil, dann kannst du weitererzählen, ja, genau, dann kannst du mal den Film starten. Da war so einer drin, der ist hingegangen und hat mit... Postreiter brauchten Anfang des 19. Jahrhunderts noch Tage, um eine Nachricht vom preußischen Berlin nach Koblenz zu überbringen. Doch dann sorgte die Erfindung des Franzosen Claude Chappe für eine Sensation. Der optische Telegraph. Dazu wurden ab 1833 auf Kirchtürmen, Bergen und Turmdächern im Abstand von etwa 11 Kilometern insgesamt 62 Masten installiert. In einer Art Winkelalphabet zeigten sie mit schwenkbaren Signalarmen verschlüsselte Nachrichten an, die von Station zu Station weitergegeben wurden. Erst am Bestimmungsort wurde die Nachricht entschlüsselt. Eine Mitteilung von 30 Wörtern konnte nun innerhalb von nur 90 Minuten übermittelt werden. Mit Hilfe von diesen Fahnenmasten konnte man innerhalb von 90 Minuten so einen Text von 30 Zeichen versenden. Film ab! Nicht schlecht, oder? Ihr steht auch bei 1500 Euro. Okay. Nehmen wir das Fragezeichen. Okay, nehmen wir das Fragezeichen. Mit einer sogenannten Explosionszeichnung A. bilden Gerichtszeichner den Moment einer Urteilsverkündung ab, B. können komplexe Gegenstände dargestellt werden oder C. wurde der Pop-Art-Künstler Jasper Jones berühmt. Bitte sag, du weißt, was eine Explosionszeichnung ist. Ich habe keine Ahnung, was eine Explosionszeichnung ist. Also B. können komplexe Gegenstände dargestellt werden. Was heißt komplexe Gegenstände? Ich glaube nicht. Bilden Gerichtszeichner den Moment eines Urteilsverkündungen. Ich glaube, das erste ist auch Schwachsinn, weil die zeichnen noch nicht jedes Mal irgendwie ein Explosionszeichen hin nach einer Urteilsverkündung. Zumindest ist ja alles Schwachsinn jetzt. Ich wollte jetzt sagen, das ist das Blöde, was gerade alles D? Aus... Es gibt kein D. Also A würde ich auch ausschließen. Ne? Gerichtszeichner den Moment einer Urteilsverkündung. Das also ist jedes Mal... Zeichnen, das ist dumm. Und das wird auch irgendwann... Nee. So. Können komplexe Gegenstände dargestellt werden? Also es gibt Gegenstände, da hast du recht, macht mich auch ein bisschen stutzig. Es gibt halt komplexe Vorgänge, die man vielleicht vereinfacht zeichnen kann. Warum kann das nicht tatsächlich der Jasper Jones... Ja, vielleicht kennt ihn ja jemand, weißt du, was ich meine? ...gewesen sein. Der hat eine... Ich weiß, was du meinst. Der hat eine Explosionszeichnung gemacht, der hat irgendwas... Was weiß ich, irgendwas mit Farbe gefüllt und das dann explodieren lassen. So Farbensplash, meinst du?
Und dann war das eine Explosionszeichnung. Ah, so eine Farbexplosion. Ja, aber guck mal, wenn... Ich bin da. Ich hätte jetzt gesagt, wir würden C sagen, ne? Fragen wir das Publikum, weil vielleicht kennt den ja jemand und kann uns dann diesen Gedanken bestätigen. Ja, wir fragen das Publikum. Wir fragen das Publikum. Steht ruhig auf. Eine, also ihr beide. Yes, Lord, Halleluja. Halleluja. Eine sogenannte Explosionszeichnung. So, jetzt ist natürlich die Frage. Beide sind relativ schnell aufgestanden, wobei der junge Mann im Hemd ist ein Tick schneller. Der hat die ganze Zeit darauf gewartet, dass ich, glaube ich, Publikumsjoker sage. Er studiert auch bestimmt irgendwas mit Kunst und kennt. Oh. Ja, sorry. Also, kommst du hier? Ja, alles klar. Ja. Okay. Ja, danke trotzdem erstmal fürs danke. Aufstehen. Beide waren sehr überzeugt, dass ich da ausstehe. Moin. Wie heißt du? Kommst du hier aus dem Norden, deswegen moin? Jo, aus Bremen. Okay, Niklas. Bist du Besuch hier in Hamburg oder bist du extra? Ja, extra für die Show. Was machst du? Studierst du wirklich? Ich studiere Produktionstechnik. Okay. Niklas, du hast gesagt, du kennst dich aus hier, deswegen bist du aufgestanden. Jo. Also ich würde sagen, es ist B. Mhm. Da werden komplexe Bauteile meistens dargestellt. Aha. Im Explosionszustand, wenn da viele Schrauben oder sowas drin sind. Aha. Dann kann man das alles schön auf einen Blick. Ach, das ist das Ding. Ja, der Mann studiert Produktionstechnik. Also ich würde dieser Antwort ein gewisses Gewicht geben. Auf einer Explosionszeichnung, auch Sprengzeichnung genannt, werden vor allem technische Geräte grafisch in ihre Einzelteile zerlegt. Diese werden dabei so dargestellt, als würden sie bei einer Explosion auseinanderfliegen. Dadurch soll vor allem die Lage der einzelnen Teile und der Zusammenbau verdeutlicht werden. Am häufigsten finden sich Explosionszeichnungen in Gebrauchsanweisungen und Ersatzteilkatalogen. Vielen Dank, Glückwunsch, richtige Antwort. Die nächsten 500 Euro sind auf eurem Konto. Ihr steht bei 2000. So, ihr könnt noch einmal wählen zwischen Zahlen, bitte, und das ist ein Naturdick. Wunder der Natur. Ich bin in beidem schlecht. Wunder der Natur. Wir zahlen doch die Zahlen. Was ist das Besondere an der sogenannten Würgefeige? A. Sie keimt in der Krone eines anderen Baumes. Nein, nein, B. Sie lässt die Schleimhäute im Hals anschwellen. Nein, nein, oder C. Ihre Früchte lösen bei sie fressenden Tieren Brechreiz aus. Nein, nein. Mach weiter, bis das kommt, was ich weiß. Okay. Bei was bist du denn jetzt? Weil mein Vorschlag ist nicht dabei. Was hättest du denn was vorgeschlagen? Hast du gesagt? Ich dachte, eine Würgefeige wächst die nicht um so einen Baum rum und innen drin stirbt er dann deswegen? Das gibt's doch auch. Also Würgefeige. Ich würde jetzt auf C tendieren. Du würdest sofort zu C gehen? Aber ich weiß, es ist einfach so eine Intuition. Naja, ich meine, das macht Sinn. In der Natur macht alles einen Sinn. Das Tier frisst diese Feige, rennt irgendwo hin, übergibt sich und dann hat man dort den Samen. Boah, das ist doch recht. Das ist doch. Das hört sich doch gut an. Nein? Ja, okay, gucken wir mal die anderen an. Also, sie keimt in der Krone eines anderen Baumes. Vielleicht ist das. Nicht, weil, vielleicht, wenn die nebeneinander wachsen, weißt du, dass die dann so. So rüber wächst. Rüber wächst und dann sich da dort an dem anderen Baum so festklammert. Ja, und würgen den Baum zusammen. Vielleicht ist die ja das. Genau, und den Baum würgt. Und dann zieht sie die vielleicht sogar zusammen. Sie lässt die Schleimhäute im Hals anschwellen. Das ist natürlich so, da hat man reingebissen, Würgefeige, zack, Name. Bernhard, Entscheidung. Okay, warte mal. Also A, sie kann. A, schließen wir am ehesten aus. A, lassen wir jetzt einfach mal weg. C, B nehmen. Schon wieder B. Ja, schon wieder B. Ich weiß nicht, B war eben schon. Okay, also du würdest, was soll ich nehmen? Ich würde C nehmen, aber okay, wir nehmen C. Aber das ist doch Intuition. Ja, okay. Ja, C? Wir nehmen C. Wir nehmen C. C. Es ist eine Entscheidung gefallen. Und wie verhält es sich mit der Würgefeige? Noch nie gehört. Würgefeigen sind in den tropischen Wäldern beheimatet. Ihre Früchte werden von Vögeln und Affen gefressen, die die unverdaulichen Samen wieder ausscheiden. Zum Beispiel im Kronendach eines Baumes. Dort beginnt die Feige aufgrund des sonnigen Platzes schnell zu keimen und zu wachsen. Sie bildet Luftwurzeln Richtung Boden aus und das Wurzelgeflecht legt sich um den Stamm des Wirtsbaums.
Allmählich schnürt es die Nährstoff- und Wasserversorgung ab, bis der Wirtsbaum stirbt, sein Stamm verwittert und nur noch ein Hohlraum bleibt. Ja, es ist genau im Grunde genommen das, Bernhard, was du erwartet hast. Statt nach unten. Das ist interessant. Wieder was gelernt. Hat im also, es bleibt bei 1.500 Euro und ihr könnt noch mal 500 Euro draufpacken. Letzte Frage aus der Kategorie. Zahlen bitte. Ja, okay. Ja, kein, was, ach so. Achso, ich lasse schon mal Zettel und Stift kommen. Ja, bitte. Ja, wirklich? Vier Viertel. Ja, wirklich? Erst mal oh, angucken. Okay. Vier Viertel, sieben Achtel, drei Viertel, ein Halb, ein Viertel, ein Achtel und ein Sechzehntel sind A. Schnitthöhen eines Rasenmähers. B. Die Verhältnisse der DIN A4-Formate zueinander. Oder C. Gängige Größenangaben bei Geigen. Stift und Papier, bitte. Super. Wir malen jetzt ein Koordinatensystem. A schließe ich aus. Na, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und DIN A-Formate sind ja immer DIN A5 oder A4 oder ich glaube, das Größte ist ja, aber wie sind denn da die Seitenverhältnisse? A2? Wenn das hier ein DIN A4, wenn das nur mal angenommen, das hier ist dein DIN A4-Heft. Komm, oder DIN A4-Schreibblock. Ja, aber Zeichenblöcke sind ja A2. A5 sind Vokabelhefte und A4 sind ganz normale Schreibhefte. Was anderes gibt's nicht. Wieso? Natürlich. Es gibt riesengroße Zeichenblöcke. Das ist denn DIN A6, glaube ich, keine Ahnung, wo du dann zeichnest und malst. Was? DIN A3? Entschuldigung. Ja, das also, meine ich A3. Also du hast schon verschiedene DIN A-DIN-Dinger. Aber ja. C, ne? Ich spiele zwar keine Geige, aber ich war mal in einer Band, wo jemand Geige gespielt hat. Und die sagen doch auch immer so, wir brauchen vier Viertel, sieben Achtel, drei Viertel oder zwei, ein Halb. Also das ist aber dann ein Sechzehntel. Takt. Ja, und das sind doch Größenangaben, Takte. Nee. Nein? Größen, gängige, sind gängige. Ich glaube, es gibt mehr DIN A-Formate als sieben Stück. Ich vertraue dir da, ich glaube, du hast recht. Aber ich habe doch noch gar nichts gesagt. Du hast doch vorhin ein bisschen erklärt. Aber das war doch mal ein grundsätzliches Statement. Du darfst es nicht immer so kaputt machen. Ja. Das war gar nicht auf die Frage bezogen. Sie hat grundsätzlich gesagt, sie vertraut dir. Vertraue dir. Ist doch schon mal schön. Obwohl du gerade so eine bisschen komische... Ja, okay, keine Ahnung. Also die Verhältnisse halb und vier, eins zu eins gleich. So, wir müssen auch hier jetzt ja. Komm, wir haben keine Ahnung. Also wir nehmen C. Echt jetzt? Oh mein Gott. Hat das gedauert. No. Toni, da musst du jetzt durch. Hilft nix. Okay. Als vier Viertel bzw. ganz wird eine Standardgeige für Erwachsene bezeichnet. Ihre Länge entspricht dabei der Länge vom Hals bis zur Mitte der Handfläche und misst rund 60 cm. Je kleiner der Wert, desto kürzer die Geige, wobei eine halbe Geige nicht 50%, sondern nur etwa 12% kleiner ist als eine ganze. Ein Grundschulkind spielt beispielsweise auf einer Viertelgeige bei einer Armlänge von rund 50 cm. Sieben-Achtel-Geigen sind selten und werden von Erwachsenen mit kleinen Händen benutzt. Richtige Antwort. Nochmal 500 Euro oben drauf. Und wir haben folgenden Zwischenstand vor dem Finale. Bernhard und Vanessa haben 1.500 Euro erspielt. Erkämpft. Und Elton und Toni haben 2.500 Euro erspielt. Es ist fast so spannend wie im Finale von Germany's Next Topmodel, meine Damen und Herren. Wer wird heute hier das Rennen machen? Vanessa oder Toni? Ah, wir klären es jetzt im großen Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Legenden. Das kann alles sein. So, was machen wir? Nein, lass. Ja, So, beide Teams haben gesetzt. Jeder kriegt die gleiche Frage. Hier ist die heutige Masterfrage.
Wer wurde 1931 geboren und wäre heute genauso alt wie Michail Gorbatschow? Ja, danke. Warte. A. Marilyn Monroe, B. James Dean oder C. Jackie Kennedy. Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt! So, beide Teams haben eine Antwort eingetippt. Jetzt schauen wir aber erstmal, wie viel Geld sie gesetzt haben, bevor wir hier weitersprechen. Bernhard und Vanessa haben 1.500 Euro erspielt und gesetzt 1.000. Elton und Toni haben 2.500 Euro erspielt und gesetzt alles. Wirklich alles? Das kann nicht der Elton gewesen sein. Auf welche Antwort habt ihr gesetzt und welche Antwort ist die richtige? Das klären wir sofort. Bleiben Sie dran, wir sind gleich zurück. Gewinnerinnen aus Germany's Next Topmodel sind heute bei uns zu Gast. Vanessa Fuchs spielt mit Bernhard Hohecker. Beide haben 1.500 Euro erspielt und 1.000 Euro gesetzt. Auf der anderen Seite Oluwa Toni Lova mit Elton. 2.500 Euro erspielt und alles gesetzt. Alles gesetzt. So, dann gucken wir mal auf die heutige Masterfrage. Wer wurde 1931 geboren und wäre heute genauso alt wie Michail Gorbatschow? A. Marilyn Monroe, B. James Dean oder C. Jackie Kennedy. Auf welche Antworten habt ihr getippt? Nicht zeigen, nicht zeigen. Bernhard und Vanessa haben getippt auf? Sorry. Antwort B. James Dean. Elton und Toni haben getippt auf Antwort B, James Dean. Das macht mir jetzt wiederum Sorgen. Nee, der ist, ich glaub, ist es richtig? Ich glaub, die Frau von Kennedy ist. Dürft ihr euch freuen über einen satten Gewinn? Boah, und ihr natürlich auch. Ist es falsch? Bleiben bei euch 500 Euro über und ihr werdet die Glücklichen. So sieht's aus. Boah. Sag mal so, ihr könnt nach Hause fliegen, ihr nehmt besseren Bus. Michail Gorbatschow, geboren am 2. März 1931. Und 1931 geboren, genauso wie Michail Gorbatschow, ist James Dean! Oluwa Toni Lova und Elton, 5.000 Euro für euch. Mann, 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 Mann. Und das wird ja jetzt ans Publikum verteilt, umgerechnet pro Kopf. Für jeden von euch 89,29 Euro. Versteht ihr, was ich meine? Alles klar. Toni, herzlichen Glückwunsch. Danke für den Besuch. Hat großen Spaß gemacht. Elton, Glückwunsch. Vanessa, alles Gute weiterhin. Vielen Dank. Gerne jederzeit wieder. Bernhard, danke auch an euch. 89,29 Euro auch für unsere drei App-Gewinner. Danke fürs Zuschauen heute. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Wer weiß denn sowas dann wieder? Danke, bis dann.